Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Donner und Reuschel Meinungsbildes. Mein Name ist Carsten Mumm. Heute werde ich Ihnen denkbare Entwicklungen in der Dauerkrise der Europäischen Währungsunion darstellen. Daraus werde ich eine Anlagestrategie für die kommenden 3 bis 5 Jahre ableiten. Grundsätzlich sind 3 Szenarien denkbar. In mehreren Staaten übernehmen eurokritische Meinungsmacher die Überhand. Das bedeutet schließlich das Ende der Eurozone in ihren heutigen Grenzen. Die Folge wären kollabierende Kurse bei Aktien und Euro, sinkende Zinsen und ein stark steigender Goldpreis. Die gesamteuropäische politische Agenda fehlt. Die Notenbanken werden mit ihrer extrem expansiven Geldpolitik aber dafür sorgen, dass der Zusammenbruch vorerst verhindert wird. Die Zinsen bleiben nahe dem Nullniveau. Aktien weisen keinen eindeutigen Trend auf. In der Eurozone erfolgt ein politischer Schulterschluss und notwendige Strukturreformen. Aktien, Zinsen und Rohstoffnotierungen steigen, der Euro gewinnt an Wert. Entscheidend ist, dass man sich schon heute auf das potenzielle Eintreten aller 3 Szenarien einstellt. Das Portfolio eines Anlegers muss allwettertauglich gemacht werden und dabei sollten die folgenden 3 Grundregeln beachtet werden. Investitionsquoten und Einzelinvestments müssen laufend beobachtet und bei Bedarf an die aktuelle Marktsituation angepasst werden. Dabei sollten neben Aktien, Anleihen und Liquidität auch Alternativen wie Rohstoffe, Edelmetalle oder Immobilien berücksichtigt werden. Eine vorab definierte Verlustbegrenzungsstrategie sollte stringent umgesetzt werden. Wir helfen Ihnen gern bei der Definition Ihrer individuellen Anlagestrategie, mit der Sie auch die Stürme an den Kapitalmärkten gut überstehen werden.